aber jetzt gehen wir nicht doch wieder. Sie haben ja gelesen. Finger weg, du Spitzbu. Dass der nur mal so etwas hinkommen kann. Ich frage mich nur mal, was du im Kopf hast. Ich sehe nicht, Madame. So etwas wäre mir mein Leben nicht hinkommen. Denn jetzt sei ich am Patron. Das ist doch jetzt super Zweifler. Habe ich nicht ausdrücklich gesagt, dass mir keine Frau mehr ins Haus kommt? Und was muss ich da sehen? Da oben im Walker steht schon wieder eine. Wer die aufgenommen hat, möchte ich gerne wissen. Jetzt halte mal die Luft an. Und lest du mal den Brief, den Anastasia da geschrieben hat. Der braucht doch mir keinen Brief schreiben. Dem sind blöd gebabbelt, soll ich doch den ganzen lange da in den Ohren. Das meine ich auch, Papa Patron. Nix da! Oha! Also jetzt lese ich nicht leid. Aber Patron, wenn Sie jetzt ein Blutsturz verwitschen, nun kann ich nichts davor. Ne, mach das du, weil ein Sturz machst du. Oh, mein Schätzle, du bist meiner goldige Stern. Ich horn dich ja zum Fresse gern. Mensch, das reimt sich noch. Alles mach ich für dich in einem Augenblick. Sogar barfäßig lauf ich über Stuppelstick. Das soll nicht, sag ich, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen. Bis morgen Abend droben auf dem Hechelwinkel. Mir zittere jetzt schon die Knie mit der gesamten Schenkel. Ei. Hast du nichts anderes im Kopf? Von wen hast du an denen geschrieben? Und der Bockstein-Schwarz-Tochter. Von dem Professor von Sagemin. Weißt du, wo der Hinnebi, dem vierigen Guschel, wohnt? Mit so etwas will der Junge auch ein Bändeln. Albert, du musst etwas unternehmen. Das kannst du nicht belassen. Allein schon wegen der Schule. Oh, aber Madame, das geht die Schule nichts an. Das ist privat. Dem trieb ich seine Flehe schon aus dem Kopf. Verlass dich drauf, Mama. Du hast heute den ganzen Tag privat erlebt. Mistladen. Mischt Viere und mischt Breite. Ja, aber Patron, für das bin ich doch viel zu schwach. Und denken Sie doch, wie ich da heute oben stinke, das von der Mischt. Was hab ich da gesagt? Bist du doch nicht auf mich, Kufa? Ich doch schon. Denn kannst du für alles buchen, aber nur nicht für der Erbe. Das hat mein Vater schon gesagt. Hat er gesagt. Wenn du mal mit ihm schaffen, dein Brot verdienen musst, da kriegst du mal kein Büch, hat er gesagt. Da hat er recht. Und jetzt steh auf! Ich kann nicht. So etwas heißt, auf der Erde wird gefallen und Trobelei blieb. Was ist denn das? Da wäre ich jetzt bald gestolpert. Hey, das bist du schon. Kongement ist der Teppich. Denn Sie nicht aufpassen, Sie darf ich ein paar Regentätschler. Ich Kongement ist der Teppich und da dabei ist jetzt der Achthör. Jawohl, ist er denn an? Das ist der Schamto. Ich leg da. Soll ich dich vielleicht untersuchen, ob du etwas gebrochen hast? Also ich muss eine Nuss. Wenn ich deine pirige Tätscher da gesehen, da krieg ich Gänsehaut. Knöchel habe ich mir ganz beim verstücht. Das geht 3 Wochen Arbeitsunfall. Mach nur nicht, dass ich da helf. Das wär mir recht, Patron. Deine Lehen kann ich nicht mehr aufstehen. Natürlich, Albert. Das ist doch unsere Pflicht. Im Verletzten der Ersthilfsleister. Am besten mal in die Küche ins Bett. Fast hätte ich mich Kinder neben trauen lassen. Denn draußen vor eurem Haus hat das größte Unglück Kinder passieren. Wieso? Hat die Hund mit dem Knochen verwechselt? Ja, nee. Die Hunde kennen mich ja all. Aber die Bockstein-Schwarz-Jüdi, wo beim 4. August in Ferien ist, die ist in einem Affentempo der Berge runtergeraus. Wenn ich nicht auf die Sitz gesprungen wäre, wäre ich jetzt nicht mehr da. Was? Judith? Aber der renne ich noch.
Hast du da noch wer? Ja, da. Das war Schockwirkung. Der Junge nimmt mir noch die letzten Nerven. In dem Baldrian, Albert. Baldrian mit Kerbelkrut und Kamille. Da habe ich gute Pille. Dreimal zwei im Tag. Dann konnte ich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Lass mich in Frieden mit deinen Pille. Wenn mich aber aus der Ruhe bringt, bist du scherer Masel. Und überhaupt, wie kommst du für so einen Namen? Ja, da kann ich ja auch nichts davon. Aber andere, die haben eben eine verfeilte Rutznasbremse. Ja, ja, aber schon gut. Jetzt sag mal, was willst denn du überhaupt bei uns? Was ich da will? Deine Feriengäste haben angerufen, die Madame Babette möchte gerne eine gute Peine. Und der Maxim möchte meine Rasierkunst ausprobieren. Wegen dem bin ich gekommen. Geschäftlich, für deine Gäste. Ich habe keine Feriengäste bestellt. Und Weber kommen wir sowieso nicht ins Haus. Und die Babette, die flieht. Und los mal und ganz schnell. Das kannst du doch nicht machen, Albert. Du bist so nervös, du stehst im Stress. Du musst unbedingt Ferien machen. Ja. Du sollst nicht im Stress gehen. Da lese mal, was mir das Tasche geschrieben hat. Da wär ich auch nervös. Oh, mein goldiger Stern, ich hab dich zum Fressen gern. Wenn ich dran. Wenn ich dran denk, heut David auf dem Eichelbänkel, da zittern mir jetzt schon die Knie mit dem gesamten Schenkel. Von dem Ilda, geh mir doch weg! Den musst du beibehalten, den musst du behalten, der Junge ist ein Glas für sich. So etwas wäre mir in meiner Glanzperiode nicht hingekommen. Und ich habe doch immer meine Alt als mit so geistesvollen Wörtern belohnt. Hast du Stilo? Den schrieb ich mal ab. Dass ich dir an die Kutsch gestoßen, ist mir noch immer klar gewesen. Aber dass du da dabei noch rausgefallen bist, das ist mir nicht. Hey, du hast es doch nicht mehr alt. Denn da schicke ich mir Alt auf den Geburtstag. Dann brauche ich ja kein Geschenk zu kaufen. Na, ist das vielleicht etwas Neues? Ja, hat dann die Benzin gesoffen, dass er so schnell da durchsüßt? Jetzt noch mal da hin. Hey, auf einmal kann ja der wieder laufen. Nee, Patro, da sind sie falsch. Plötzlich habe ich gerade so einen Schock gekriegt. Ich habe mir aber mindestens Knie verstücht. Aber der Rutznass von Judith kannst du nachspringen. Ja. Was geht denn das dich an? Das sind immer noch Mini-Privatangelegenheiten. Was buchst du für deine Privatangelegenheiten schon ein Mädel? Und die Mädel? Ja, wenn sie das nicht wissen, kann ich ihnen auch nicht helfen. Da sind sie eben ein bisschen zurückgeblieben. Oder sind sie schon als Baby aus vom Hebel rausgefallen? Hast du das gehört, Alter? Das ist doch ein elendiger Schindschinder, Hans. Sag mal, warum hast denn du eigentlich Schinze und du rittst darauf keinen Schimmel? Das geht dich ein Dreck an. Hat ja schon ein fetter am Hut und legst kein Eier? Hast du das gehört, Albert? Ja. Hoppel nicht so dumm. Einer kriegt kein Blöd die Antwort. So. Die Tür habe ich noch mal geschafft. He? Ist die auch schon wieder da? Die läuft mir nach, wo ich alle gehen, kommt sie nach. Elian in Schwarz? Ist etwas passiert? Nee, das ist so grad. Deswegen bin ich heute in Schwarz. Ei, wenn nichts passiert ist, dann ist ja alles in Ordnung. Eben nicht. Nichts ist in Ordnung. Wenn es keine Neuigkeiten gibt, dann gibt es auch nichts zu verzählen. Ja, und ein Lied kann man nicht die ganze Zeit auspisten. Nee, die ist in Trüe. Weil sie nichts zu kleppern hat. Du brauchst gar nicht zu lachen, du Lausat. Du kannst froh sein, dass es Neuigkeiten gibt. Dann haben die Leute so wenigstens etwas in den Zähnen zu legen.
Also so habe ich jetzt das Ämtel von der Sittung Frauen nicht gesehen. Also stehen denn in der Sittung keine Neuigkeiten? Pardon, in der Sittung stehen Nachrichten. Auf eine Rumsetrau bin ich bezahlt. Aber jetzt habe ich meine Tour nicht herum. Jetzt hätte ich mal gerne so kleine Schnäpsel gegangen. Was willst du? Ja, und ein bisschen schneller wie gewöhnlich. Ich bin nämlich eine Amtsperson. Nun mal alles mit der Ruhe. Du hast noch immer deinen Schnaps gekriegt. Aber mit dem Läd komme ich nicht mit. Sittung herumtrauen. Das ist doch meine Arbeit. Aber Neuigkeiten bringen, Neuigkeiten auffangen und Neuigkeiten verbreiten. Das ist mein Hobby. Und im Dorf ist einfach nichts los. Sogar die Hände sind angebunden. Oh, aber im Patro sind er nicht. Das ist nichts Neues. So, alle, jetzt je. Hol den Stuhl. Gesundheit. Prost. Jetzt Gesundheit. Du elendiger Trupp! Ja, hack du ein schlechter Eingeschaffter unter! Komm, gib mir die Flasche daher. Oh, oh, oh. Also, ich sehe keinen Unterschied zwischen Nachrichten und Neuigkeiten. Wundert mich ja nicht. Das ist doch ganz einfach. Eine Neuigkeit ist, was wie so Saat kehren, wo vom Wind hin und her getragen wird. Quatsch, man sieht doch nicht wie Wind. Eine Saat kehren soll doch in der Boden und soll Wurzeln fassen. Voilà, noch sind es Nachrichten. Albia, was ist denn da für Ordnung? Vor einer Stunde habe ich den Koffer bestellt und der ist immer noch nicht da. Das ist ja unerhört. Jetzt machen Sie mal den Punkt. Vor Sie bin ich immer noch der Monsieur Acker. Und Sie gibt es für mich überhaupt nicht. Sie verschwinden auf der Stelle, so schnell wie ein Geist dreht. Und der Koffer, der sitzt da. Marcel, verschwind und nimm dich da mit. Bin schon da, Cher Madame. Mein Name Marcel Cher, Selzel, pour les dames, beliebt und bekannt in Stadt und Land. Da jen hat ein alter Anstand mit dem Schummel vergessen. Kommen Sie schnell mit. Ja, mit Messia. Gell, Patron, ihr kennt die Frau nicht ausgestehen. Du bist nichts gefragt worden. Und außerdem kannst du doch gar nicht mitreden. Recht hat er aber. Wir Frauen sind nämlich die schönste auf der ganzen Welt, he? Aber wenn ich dich so betrachte, da muss ich einen Geschmackfehler haben. Hey! Por favor, e viva la signora Kaki! Hey, Patron, jetzt ist schon wieder ein Feind da. Alter, da muss er jetzt ein Nest sein. Wow, ist das ein Gestell. Signoraka, ist usted la Signoraka? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich keine Frau mehr will auf dem Hof sehen. Jetzt steht schon wieder eine da. Mama! Was ist denn? Natürlich. Bonjour, Madame. Ich bin der Madame Acker. Ines Melipa. Buenos dias, Signora. Ho riservato una abitazione per telefono. Na? Moment mal. Arthur, bring dem Coiffeur schnell heißes Wasser. Ich habe schon gerichtet. Aber der muss doch immer etwas anderes haben. Jetzt freue ich mich, warum es der heiß Wasser bräuchte. Alter, will doch kein Söhmetze. Los, mach schon. Sie haben ein Zimmer mit dem Balkon. Ich habe schon gerichtet. Komm, Sir, ich heiß Ihnen. Das kann ich auch machen, Patron. Ah, ja. Quién es? Wie? Ach so.
Das da unten, das ist mein Bub, der Olbär. Er ist heute ein bisschen ungehobelt. Aber im Grunde genommen, ich kenn so letzter Kerl. So, so. Ha? Buena persona. Après-vous, madame. Nee. Mit so viel Weibslied hol ich das nie mehr aus. Ich glaube, ich muss den Hund mal laufen lassen. Der soll mal ein bisschen Ordnung schaffen auf dem Hof. So, Clementine, hast du gesehen, der Blick, wo die da dem Alberg geworfen hat? Ich der Zau, die kennt er nicht. Mensch, du? Ja, okay, komm, sitz dich Sommer. Ich hab ja jetzt vier Arbeit. Na, will man aber auch mit dem Donner holen, hä? So, Clementine, dass du dem Alberg ständig willst, andere Frau in den Weg legen, verstehe ich ja ganz gut. Aber das bringt doch nichts, glaub mir's. Ich rede aus Erfahrung. Von was kannst du schon Erfahrung haben? Vom Schuldenmacher vielleicht? Das hat mir der Dorfwirt gesagt. Na und? Das ist das Einzige, wo heute noch den Lied zusammenhält. Ja, Elian, weißt du überhaupt, dass Schulden müssen bezahlt sind? Warum? Einer sind sie ja auch keine Schulden mehr. Weißt du, Clementine? Auf der Welt kann man viel an der Haar holen und her sehen. Nur man kann Glotz gucken. Da hast du auch recht, hm? Der muss ja kommen. Hey, Madame Gros, die Elian. Aber das freut mich. Jetzt bleiben Sie nur sitzen. Bonjour, Monsieur Rome. Ich sitze nicht 2 Minuten Sonne. Und Monsieur Rome, sind Sie auch wieder bei uns? Ach, selbstverständlich, wie die Wand auf Hegel. Kaum wär's warm, bin Sie wieder da. Die Monsieur Rome ist unser treuste Gast. Aha. Ja, erstens bin ich ja bei der Madame Acker wunderbar aufgehabt. Zweitens, die Tableau, die ich da male, die verkaufen sich wie die Zuckerwickler. Mhm. Und wie Ihnen daheim, Madame Gros, wie geht's um wie Ihnen daheim? Ist ja Ihre Tochter schon geheiratet? Nee, noch nicht. Oh, was wie Dinge hat sie schon? Da kann man ja wohl sagen. sind Sie gesund? Ein Bibel? Mäder? 2 feste Buben, gesund und munter. Gott sei Dank. So ist ja recht. Aber wissen Sie, Madame Acker, bei Ihnen auf der Hoft, da gehören ja auch bei so netten Bibel her, gesunde. Ja. Und Vater Albert, wer es hier ansieht, was er sich von der Lebensbibel anschaut, von seinen Eltern. Und wissen Sie, die Natur vom Mann, die ist doch so gemacht, dass er nur so der Frau ansieht. Umgekehrt ist auch Gefahr. Was? Was soll ich da sagen, Monsieur Rome? Da kannst du auch Franzl ans Maul babbeln, bis dass du drauf habst. Da ist Hopf und Malz verloren. Da will einfach keine Frau und Kinder schon gar nicht. Das ganz gekrischt und gebobbelt, das vertraut er nicht. Ei, das gibt's doch nicht. Ein Mann bleibt doch ein Mann. Und wenn er 80 alt wird, das merke ich doch am besten an mir. Nee. Ei, und wenn er mal auf dem Dach Schnee legt, dann kann im Haus ruhig noch 4 brennen und die Flamme hochschlagen. Mensch, so möchte ich auch reden, Kinder. Wie Sie sehen, Monsieur Rome, der Olbär hat eine große Enttäuschung erlebt. Hat er schon eine gehabt? Ei, natürlich hat er eine gehabt. Ein bildschönes Mädel sogar. Und noch, kurz vor der Hochzeit, da hat sie etwas Kleines gekriegt. Und das war nicht vom Olbär gewesen. Das hat ihn total fertig gemacht. Sieh dir her, kann da die Frau nicht mehr leiden. Und Kinder können er schon gar nicht mehr ausstehen. Das ist ja allerdings schon schlimm. Mhm. Aber da der Weg darf man doch nicht gerade Kopf hängen lassen. Muss immer gucken nach oben. Von oben ist die Sonne und die Sonne ist das Leben. So, haben Sie recht. Ja, genau. Genau. Du musst ja wissen, du versuchst in Schwarzhomsel. Ei, da ist er ja unser heiratssichtlicher Junggesell. Nichts heiratssichtiger. Ich habe eine schwere Abgewöhnungskur mitgemacht. Und ich werde mein Leben lang nicht mehr rückfällig. Albert, das gibt's nicht. Da musst du unbedingt wieder rückfällig werden. Das ist ja nicht, wie wenn du Alkoholiker gewesen wärst. Bei denen hätte ich meine Hand in den Zier legen. Du, Alter,
Da bist ich dir so liebes Wiebel. Das ist. Was Weibern belangt, sind ich nicht zu sprechen. Das gibt's doch nicht. Der ist schon stur wie ein Geisebock. Der kriegt niemals keine Frau mehr. Trotz meiner Bemühungen. Damit muss ich mich abfinden. Ein ausgesprochener Frauenfeind. Aber keine Angst, Clementine. Der findet schon immer Lenny. Enni Green und Enni Erhalle, das sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Der Kind Enni Green. Ich hab mir muss Enni Erhalle. Und heute muss er tot ist, dann ich muss sie noch gern erhalle. Sie müssen bestimmt ein guter Ehemann gewesen sein, Monsieur Rome. Ja. Wissen Sie, wie mir die Frau immer gesagt hat? Hat immer gesagt, die, weil so herrsch ich nämlich. Mhm. Die hat sie gesagt. In die Ehe kann jeder etwas gehen. Und der, wo nichts hat, der kann einfach noch gehen. Und das habe ich immer gemacht. Sie sind doch ein goldischer Mensch, Monsieur Rome. Und also, wie ich hätte ich mir so der Angel. Wissen Sie, Madame Grob, im Leben kann man alles nachholen. He? Nur kein besonderer Frieden. Hast du das gehört, Clementine? Clementine, wo bist du denn? Ich kenne da noch Zeitungsgeld von dir. Die Elian schon hier dort nie mehr. Ne? Der ist ja auch nicht ganz übel. He? So, muss man mal sehen, mal innen rumgehen schon. Pardon. Merci, Madame. Guy Rome, Kunstmaler. Ines Melifa, I Melita, I Cafeteria. Wohnen Sie auch da bei der Madame Acker? Bei der Madame Acker? Ah, Signora Acker. Sie, Sie, beste Heu, Sinterheit. Ah, da kann ich Ihnen sagen, da haben Sie eine gute Wahl getroffen. Ich komme jetzt schon 20 Jahre daher und mir gefällt es immer noch. Erstens, eine wunderbare Aussicht, frische Luft, angenehme Luft und angenehme Leute, hauptsächlich die Madame Acker. Boah, der Albert geht da, he? Albert? Alberto? Alberto Acker? Ja, der Bub von der Madame Acker, weißt du? No, ich halte ein bisschen Morgstuhl mit der Frau. Er konnte nicht so gut ausstehen. Aber ich nicht die Übelste. Ist du als Frauenfeind, würde ich sagen. Frauenfeind? No complendo. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Alberto nicht lieb zu Frauen. Alberto Frauen nicht gern. Alberto ist Frauenfeind. Die versteht einfach nichts. Da gibt's doch nur noch eins. Oh. Die soll nicht schlagfertig sein. Also, Sie, nichts wissen von Monsieur, Sie, Männerfeind, Alberto, nichts wissen von Madame, Alberto, Frauenfeind. So, haben Sie es jetzt verstanden? Ombre maledizioni, per lolo entiendo. Hey, ich verstehe jetzt. Alberto Acker ist macho. Who's that know is macho? Sie sind nicht Frauenfeind. Nee, bin ich grundsätzlich nicht. Alberto, los Ninos, hat er Kinder gerne? Da hat Frauen nicht gerne. Da kann er die Kinder auch nicht gern. Enfin, nehme ich mal an, das ist meine Auffassung. Und warum will sie das wissen? No, pour nada, für nix. Oh. Ah, tja. Bonjour, Monsieur Rome. Wie geht's? Was haben wir denn da? Fachlich frisches Gemäß. Ah! Madre mia! Was ist denn da? Jesus! Da kommt mir ganz Angst, was schon passiert? Monsieur Scheer, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie hier noch genetzt? Ein du Levizit! Hast du eine Schlagerei gehabt mit unserem Gast? Männer, Quatsch! Ich habe niemanden verschlagen. Ich habe nur den Monsieur Schwadler rasiert und der hat gesägt und gesägt und was um über einmal die Tränen am Backen noch runtergelaufen sind. Der Mann hat bestimmt Hemmweh. Ja,
Auf deinem Rasiermesser wird man wieder ritten können, so scharf muss es sein. Und von den Tränen wird man ja auch nicht so blutig, gell? Mhm. Ja, Monsieur Scheer, sagen Sie mal, was ist denn tatsächlich passiert? Mir ist gar nichts passiert. Aber der mit seinem blöden Säcke, und da habe ich wahrscheinlich den Schlagader verwitscht. Also auf einmal so vielmäßig geblutet hat. Man sollte eben keine fremde Kundschaft auch nicht mehr. Oh, Madame Acker, was tut sie nicht? Hat sie so viel nichts gegessen? Ah, natürlich möchte es, Monsieur Maxim, aber was ist dann passiert? Oh, Jesus. Ei, da. Oh, da. Oh, da. Oh, ei, schon deine Sau, der ist ja immer noch da. Sie haben ja schließlich immer noch nicht bezahlt. Da hast du wieder eine Leistung gebrummt, Selsel, hä? Sie ist doch kein Jahrzeit von der Sauce mitzen. Mit der Nonn. Das ist ja auch noch hart. Ja. Oh, ich bin fertig. Der ganze Kopf macht mir weh. Und psychische und physische Schmerzen sind es. Oh, und ich bin kaum einer da. Ich hole euch eine Pille. Und dann geht's gleich besser, Monsieur Maxim. Wie ist es denn, Monsieur Maxim? So etwas passiert eben einmal, hä? Ein bisschen dünne Haut, ein scharfes Messer und ein Kunde, der sittert und ein Koffer, der rittert. Oh. Aber das heilt schon wieder. Ja, er hat gesägt und gesägt und hat nur wieder gegen die Wachsrichtung vom Bart rasiert werden. Aber an ihrem Platz, das ist die Klapperhalle. Sie rasieren mich nicht mehr alles mehr. Ja, wenn er nicht so sickert hat. Oh, ich glaube, sie haben eine Spinne nicht am Plafond. Oh, wer sickt er nicht, wenn er mit dem Rasiermesser auf was in den Augen rumspielt? Da, Monsieur Maxim, ihr seid über Literbolle in. So. Ja, sind wir da, Marco. Noch ein Stück. So schön. Wenn er nicht so sickert hat. Oh, sie unverschämter Messerheld, grausamer Gesichtsverzauler. Jesus, aber Maxim, was machst du denn da? Ein beleidigt doch deinen lieben netten Mann nicht so. Das gehört alle bei Ihnen, Ihr romantischer Figaro. Ja, merci, merci. Vielmals tausendmal merci, chère Madame. Maxim, siehst du, wie heftig das der Mann ist? Du sollst nicht immer so brutal mit deinen Leuten umgehen. Überhaupt nicht die, die so gefällig sind und wo dich daheim so verwehne. Was? Verwehne? Verwehne, sagst du, so dämst du eine Zackerei? Ich frage mich, wie ist das ausgesehen, mit dem ich nicht gelitten? Jo. So laufen bei uns alle Männer rum, wo der Selsel rasiert. Wie ist es denn, Monsieur Maxim? Ha? Der Marcel, der muss erst ihre Badlehre kennen. Siehst, wie verständnisvoll der Monsieur Rahmen ist. Oh, Babette, also du bist eine totale Enttäuschung für mich. Das Rittergestell fährt dir in den Lager rum und mir verzaubert er das Gesicht. Maxim, jetzt hast du mich beleidigt. Der liebe Mann hat mich so fein bedient, mit so feinen Fingerspitzengefühlen, die ich noch gar nicht erlebt habe. Ich bin so begeistert von dem Künstler, dass der Moai wiederkommen muss. Ja, mit plaisir, chère Madame. Und überhaupt, Sie können jetzt ruhig Zell zu mir sagen. Es ist mir ein Plaisir gewesen, guter Mann. Zell. Hm. Aber jetzt gehst du so weit, Babette. Oh, meine Mama, könnte ich noch ein Pille haben? Natürlich. Maxim, vergiff dich doch nicht. Wenn alle Männer so viel Pille nehmen würden wie du, schaumst dann du dich nicht. Ich wär verrückt. Das so Arsch. Chirurg, verschieb mir das Gesicht. Und ich soll mich schämen. Bitte nicht so simpel, dich wärst sowieso wieder an der Reihe für Blut zu spenden. Oh, es sah mir doch einer Mensch ist dran. Ich hole euch noch eine Pille, Monsieur Maxim. Siehst du, Babette, die Frau doch, sie versteht mich. Die hat zumindest ein Herz und ein bisschen Mitgefühl. Wie verschieden die Frauen nur Kinder sind. Ja, soll ich dann mal um dasselbe Zeit, chère Madame? Ah, natürlich, Monsieur Figaro. Zell. Na, bezahlen wir alles neben. Ja, süß. Aber kein Sorgenkriterium. Da, Monsieur Maxim, da ist noch eine. Nehmen Sie die an. Ja, Sie, Madame. Aber du bist ein Schwächling, Maxim. Also, so etwas Nettes habe ich mein Leben lang noch nicht gefunden.
Aber schon jetzt ist schon wieder. Halt, ist es doch nicht so, sie wecke ja das Kind. Wie, schon ein Kind in dem Film älter? Halt, das ist doch nicht mein. Das ist Drüsse auf der Treppe neben dem Geranium gelegen. Und ich kann's doch nicht kennenlegen lassen, dann weil ich Patros in der Hohen Kuhn wäre. Und was soll ich denn jetzt machen, Madame? Ja, das wird ja immer interessanter. Ja, ein Baby. Aber Babette. Ein Kind? Der findet Kind vor dem Haus auf der Treppe. Und wir haben keins im Haus und sind schon über 20 Jahre geheiratet. Komm, gib mir den Hufe da mal her. Machen wir Platz da. Was wird denn jetzt da gespielt? Der Storch ist komm, Patron. No, es possible, es Alberto. Baby, ich weiß ja auch nicht, was das bedeutet hat da. Hey, das ist ja interessant. Ja, jetzt auf einmal, ich sage mal, wir haben noch Zeit. Aber Babette, wir sind erst 6 Monate geheiratet. Trotzdem eine 3 geschiedene Ehe. Stehst du immer noch auf 0 Punkt. Oh, Babette. Wenn ihr Fortpflanzungsschwierigkeiten, noch kommen das Seuche oder Zuchtprobleme an. Lesen Sie sonst wo. Aber nicht da bei mir, so schlägen alle hochkantig Nuss. Und jetzt will ich wissen, was da drin ist. Das haben wir gleich. Wir machen es einfach auf. Ein Mädel? Es ist ein Mädel? Was? No, es possible. Alberto a carismaccio. No, le gusta la niña. Schade, Alberto. Que lastima. Will nichts wissen von Kind. Aber vielleicht von Kinder. Hey, Papa Patron, wenn Sie nicht unterscheiden können, was da drin ist, nur will ich Ihnen gern behilflich sein und Ihnen erklären, Patron. Ja, wo kommt denn das Kind her? Alter Storch, ich hab's gebrummt! Ich war ihr nettes Mädel, Madame. Gleich ziemlich im Patro, finden Sie nicht? Das hat überhaupt nichts von mir. Keine Zähnung, Herr Schlungus. Wie du so klein gewesen bist, hast du auch kein Haar und kein Zähn gehabt. Gell? Und jetzt noch der blöde Brief da, wo du in dem Puffer da gelegen hast. Ja, ja, kannst du nur mal lesen. Rappelle-toi, nous étions ensemble à Aubigny, lors des journées froment naturelles, en septembre dernier, et nous avons suivi conjointement les cours d'ensemencement. Mit Erfolg, Patron, hein? Halt doch die Mulle! Depuis, tu n'as plus donné signe de vie. Après bien des recherches, j'ai fini par trouver ton adresse. Tu es un paysan aisé, alors que moi j'ai du mal à joindre les deux bouts. Pensant que l'avenir sera moins sombre pour lui, j'ai déposé devant ta porte le fruit de notre amour. Sois un bon père, je suis avec toi. Das geht's doch nicht! Lass nur mal wieder. Da kommt noch mehr. Wie bitte, lass jetzt! Mach du dich nur mal so nicht so wichtig. Und leg mir mal deine Tierlumpe da an. Schon gemacht, Madame. Für ein nettes Mädel mach ich alles, Madame. Bin doch nicht so frech. C'est au foyer, il y a 3 semaines. Et répond au nom de Dorothée. Cela ne te rappelle rien?
kümmer toujours die Doro. Aber jetzt langs war. Aber mir aber auch. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ja, was machen wir denn jetzt? Noch nicht einmal im Traum hätte ich gedacht, dass ich in meinem Alter so etwas Kleines groß sehen muss. Und noch unter den Umständen. Ja, aber Madame, so ein nettes Mädel lässt doch alles vergessen. Ja, ja, rette nun, rette da, wie man nicht tatsächlich der Papa von dem Jungen wäre. Ja, das Tasch hast du mitgemacht, hä? Und die Tat mit die Stimme an. Und gesehen hat er auch, das sieht man. Wenn du jetzt nicht bald in die Waffel haltst, dann erkläre ich dir nicht, dass du sie nicht mehr aufmachst. Nee, Patron, gegen Blitzschlag bin ich nicht versichert. Jetzt schau das mal an. Was soll ich denn da los? Ich bin ein Mädel. Und ich will von der Weibstieg nichts mehr wissen. Und ich fange jetzt gerade an mit der Wissenschaft. So. Und langsam. Dass du blöd bist. Langsam. Aber das habe ich dir ja schon einmal gesagt. Das hat mein Vater, der hat immer gesagt, besser blöd und Bierpochta als gescheit und Erpochta. Babbel nicht so dumm und hebe mal da. Finger drauf. Langsam. Nee, so ist's nicht gewesen. Der Vater hat als anders gesagt. Egal wie und was er gesagt hat, der Jin wird so etwas nicht gesagt. Ja, das hat doch nichts mit dem Kind zu tun. Nee. Und du hast? Das soll keine Überraschung sein. Ohne so etwas hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, Mensch, dass ich vielleicht an so etwas gedacht hätte. Anna weiß ich auch nicht, wo das Kind herkommt. Jetzt müssen wir uns halt drum bekümmern. Was war denn, ich den Knopf da so mache? Oh, ich kann mich so gut, hm? Jetzt warte mal, da noch einer. So. Es macht doch langsam. So. Ach, jetzt kannst du wieder selig schlafen. So selig, so bierselig wie der Patron. Gell, Madame, das gehen wir nie mehr her. Ja, das bestimme ich nicht. Hm? Komm, heb da das Trauma jetzt ins vorläufige Kinderzimmer. Also, wenn ich einmal ein Kind habe, no. Da fliegst du eine Nuss. Jetzt bist du nicht so. Jetzt hast du das Jung wieder geweckt. Hab ich dich geweckt? Komm. Soll ich noch alles so fummen da? Die lassen alles im Weg stehen. Mensch, wie konntest du nur so etwas gehen? Nee, das gibt's doch nicht. Wie komme ich nur mal zu dem Kind? Es sind vielleicht 2, 3 Bier in Oberne gewesen. Nee, ich habe überhaupt keine Frau kennengelernt. Und vom Sprechen kommt es doch auch nicht. Denn ich habe kein Wort mit ihnen geredet. Das ist ein Rätsel, wo nicht wahr kann sein. Niemals. Ich stelle mir dieselbe Frage, wo kommt nun das nette, sympathische Kind her? Meine liebe Olbia, Felicitation und so nettes Pippele. Ich gratuliere. Sie können stolz sein auf Ihre Vaterschaft. Wo hören Sie doch auf mit dem Blödsinn? Und sagen Sie nicht mehr, mein lieber Olbia. Also springen Sie mir auf einmal ein anderes Kind. Sie? Was denken Sie dann von mir? Ich denke überhaupt nicht mehr. Mir ist alles egal, alles ist wurscht. Aber so ein Kind kann Ihnen doch nicht egal sein. Ich würde mich direkt glücklich fühlen mit so ein kleines Baby. Viele sehen sich wissen will und lassen sie mich in Ruhe. Das Kind ist ein dahergebrachtes Irrtum. Ich sehe nicht Papa, ich kenne kein Doro und ich piff auf die Doro.
Wie kann man nur etwas so sagen, Monsieur Acker? Wenn Sie wollen, adoptiere ich den kleinen Stumpe. Aber ja nicht. Ich bin kein Bobbe, aber auch kein Menschenhändler. Das Fetzel bleibt da. Ja, was will Sie denn überhaupt da? Ich kann Sie nur mal fragen, ob ich die Kini schon aufrecht erhalte oder ob ich noch bleiben darf. Ja. Ich habe Ihnen ja schon einmal gesagt, dass mir alles egal ist. Ob Sie bleiben oder ob Sie fahren, ist mir wurscht. Wie Metzger seiner Hund. Wo bist du denn, Babette? Ei, du weißt doch, dass ich mich mit meiner Hexenschuss gar nicht biegen kann. Und mir ist der Rasierpinsel aus die Hand gefallen und niemand hebt mir auf. Und du verschwindest einfach so und ich stehe alles allein da. Ei, Maxim, bitte doch nicht so niedisch. Ich habe mich nur mit Monsieur Acker verhandelt wegen dem Kind. Was? Babette, Alpha, ich bitte dich, he? Für Kinder bin immer noch ich zuständig. Das ist unerhört. Der spinnt jetzt auch. Ich gehe. Maxim, du bist unmäßig. Was denkt denn jetzt der Mann von dir? Oh, ey, dass ich ein Mann bin, der alles kann. Überschätz dich nicht. Du weißt, was ich von deinen Versprechen denke. Bei der Geburtstag hast du mir auch ein Bernhardiner-Verspruch. Und bist komm, nimm so gerne ein Jochgeschirr. Oh, Babette, ich muss du mir das immer wieder auf den Teppich legen. Und auf jeden Fall, da bin ich streng dagegen, dass du mit dem Mann so eine Diskussion hast. Ei, da hast du ja gar nichts gehört, Maxim. Ei, gerade bei dem. Nee, Madame, ich hol schon eine Sache. Für das nette Kind mache ich alles, Madame. Also ich sind ein paar Jahre zu früh auf die Welt gekommen. Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, hätte ich das Mädel heiraten. Ehrlich? Alberto, tu sabe que, du setze weise Kinder auf der Welt. Erstens geht sich das überhaupt nicht so. Und zweitens bin ich immer noch ein bisschen Acker für Sie, verstanden? Oho, du läufst ja schon wieder, Epsa. Ich hoffe, Sie wollen nicht auch, sonst können Sie sofort den Koffer packen. Ja, me quedo aqui. Ja, ich pack, aber us. Wow, jetzt wird's interessant. Bleiben noch ein bisschen sitzen. Vor 10 Monaten habe ich zu dir gesagt, Alberto, Carinho, Caballero mio, jetzt wo ich da sitze mit unseren Zwillingen, soll ich auf einmal zu dir Alberto Acker sagen? Santa Maria Madre de Dios, ay, was für hombre maledizione ist denn el padre von meinen Kindern? Was soll ich sein? Der Padre, der Papa von ihren Kindern? Wie viel soll denn das jetzt sein? Patron, ein Zwilling, das sind meistens 2. Bist du jetzt mal still? Und ich glaube, ihr habt einen Esel gesoffen. Ich kenne euch nicht und habe euch überhaupt noch nie gesehen. Ja, Melo, immagino. Aber wo du im goldigen Lahm im Oberne gesessen hast, hast mich admirabas. Ja, ha? Ein Fentre, ja? Auf der anderen Seite von der Landwirtschaftsschule. Hey, Patron, hey, du komm aushaben, die 3 tolle Tage. 3 Dias. Oh, Lehrli. Du haltst jetzt die Mull, oder wärst du getunkt? Ich piep's wohl der Blinddarm. Ich kenne ich gar nicht. Und will ich ja nicht kennen. Überhaupt will ich eigentlich nie mehr auf dem Hof ziehen. Das tät dir so passen, ha? Das kannst du vielleicht mal die Frau von da machen. Percon una española? No, nunca. Wir haben auch Gio,
Stolz und Ehre. Ich geb dir zwei da. Dos Dias. No, sie mir geheiratet. Para casare conmigo. Ote matto. Oh. Das ist ein wahnsinniger Dachdirmel. Aber da hinten geht's jetzt bald so wie immer, Schlauhüs. Ich will Knipplöcher in den Büch bohren. Und der Koffer da immer, der schraubt die Gesichter ab. Zweiter, dos Dias. Eres tu padre Otson Orfolinos? Entweder haben sie ein Vater oder sind sie Waiselkinder. Angst hat er nicht, der Patron, aber auf die Zitübse kann er. Aber jetzt ist Augen ungejudet. Ich kann da nicht schwimmen. Ich hab dich gewarnt und ich halte immer mein Versprechen. Clarisa, das ist schnell. Denn aus, dass wir ja schon ein halbes Jahr geheiratet sind. Letzte. Ich kipp auf eure Drohung. Ich will euch überhaupt nicht mehr sehen. Das ist doch wahr. Man muss das erste Lied kennen, ebt er verheiratet. Ah, Patron, das bräuchte nicht Sinn. Mein Großvater, der hat immer gesagt, die Viva, die lässt erst nur der Hochzeit kennen. Was hab ich denn dir gesagt? Ich bin schon die Mittlerung. Der Junge nimmt mir doch die letzten Nerven. Es freut mich, dass du dir das unerste überlegt hast und dass du jetzt die Frau heiratest. Dann hat das Kind eine geschlossene Familie. Aber dort wäre ich brauchst du nicht so da rum, sie kriegen und so ein paar Lachen, was sie machen. So, was machst denn du da? Ich weiß, dass du das Jung gern hast, aber dort wäre ich brauchst du die Badewasser nicht zu trinken. Und shit, da habe ich gesagt. Ist der Sturm rum? Uschede? Ja, ja, Madame. So, ist sie da gewesen? Wie sieht sie denn aus? Ich will nicht heiraten. Lieber soll sie mir den Hals abschneiden. Denn daher habe ich ja doch den Strunk am Hals. Und gleich millervoll, wenn es um Frauen geht. Was ist denn das da für ein Foto? Man hat meine Zwillinge. Sind die aber goldig, die zwei? Hat dem Albert sein komisches Benehmen vielleicht etwas mit dem Foto, das sie tun? Lass das Stuhl nicht tappig sein! Was ist denn jetzt schon wieder passiert? In dem Haus habe ich keinen Blick. Ja, Marcel, wie siehst denn du aus? Ich bin über das Blöde, über die Katz gestolpert. Und danach in das blöde Biedel gefallen. Also, wo du bist, da die immer direkte Pompe im Einsatz sind. Da! Merci. Also, manche Tage ist doch gerade der Teufel los. Wenn wir durch aus dem Bett aufgestanden sind, wäre ich bald aus dem Bett gefallen. Und dann nachher, über dem Kaffee essen, habe ich mich verschleckt, dass ich bald dabei geblieben bin.
Und da außen auf der Straße wäre ich um ein Herrl vom Traktor überfahren worden. Und jetzt das da. Ah, da ist er ja. Also, so etwas Tappiges sollte man sich gerade mit der Post schicken lassen. Bringt der mich jetzt da fast über eine Hüfe und süßt ja noch mit seiner Gagoma in das Wespitlerin. Wegen der Leventisch-Katastrophe kann ich jetzt den ganzen Gang aufputzen da draußen. Aber dort davor schnitzt man mir sonst den Ohr. Ja, wärst gerade auf den Südgang, du Lusbo. Auf den Südgang. Auf den Südgang. Ich habe nicht noch keine die Wand auf die Drecke. Langt schon, dass du sie mit ihnen rennen. Hör jetzt auf, acht Tür, gell? Und mach den Gang sauber. Ja, aber nur mit dem Kind zu leben, Madame. Der Junge soll nicht frech sein. Und du nicht so tappig. Was machst du überhaupt, Donne? Du müsst Maxim das sicher von der nicht mehr rasieren. Nee, aber seine Frau will ein Bruschen. Mensch, Clementine. Die Nastasia kann man davon kann alles gebrauchen. Ja, was macht der schon wieder da? Wenn man doch nichts Besseres denkt. Du brauchst jetzt gerade zu retten. Du laufst mir ja noch schlimmer wie Fuchs der Hähner. Was gibt's denn Neues, Ilian? Ich hab gerade wieder geguckt, was mit dem Kleinen ist. So weiß man denn schon, wenn man's ist? Du musst ja nichts sagen, Clementine. Schlaf's jetzt? Ein natürlich schlaf's. Oh, das ist ja so lieber kleiner Käfer. Ja. Weiß man tatsächlich nichts? Von wo soll man denn etwas wissen? Also, das ist doch allerhand. Also, ich glaube doch, dass der Albert, vielleicht kann er sich nie mehr dran erinnern. Lass du mir den Albert aus dem Spiel, gell? Du Mensch, vielleicht, der kommt nicht in Frage. Aber ich ja auch, gell? Der Albert ist ja so ein souveräner Mensch. Sag, Clementine, hast du schon mit dem darüber geredet? Ich bin doch nicht so wunderlich, Elian. Was? Ich bin wunderlich? Wem hat er denn das gespitzt und eine Frau als Herrsch im Mund gehabt? Du oder ich? Weißt du, was du bist? Ein elendischer Trupp. So elendig wie die Truppe, wo du mit der falschen Woche gehen hast, von meinem Weh. Da drauf sind mir meine zwei Katzen gefragt. Die Truppe war ja nicht für die Katz. Ich glaub, egal was du gibst, ist für die Katz. Nee, das ist jetzt nicht wahr, Clementine. Im Hupfenbohr sind die Kuh. Die sind auch gefragt, auf dem sind die Truppe. Aber das ist ja nichts Neues, gell? So, wenn's halt nichts Näheres gibt, gell? Dann gehen wir halt wieder. Mensch, sind die zwei Jungen nett. Aber die können unmöglich von dir sein, Elian. Und warum nicht? Es tut mir leid, aber sie sind zu nett. Von so einem kannst du nur träumen. Und jetzt auch noch von zwei. Oder wärst du, Clementine, wenn wir das weiter gehören? Nö. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ah. Aber ich weiß es, Madame. Ausgerechnet du. So, und ihr zwei nichts anderes zu machen, als wie sie da rumsitzen. Ich schon heute meine Freie da. Und in der Madame Schwadler ihre Locker habe ich bald eine Eiskurve hingedreht. Das sind im Patrosini. Was? Der Patro ist ihr Vater, wenn sie das besser verstehen, hat sie gesagt. Du Krähenschnabel, du! Wie kann man nur mehr so lebhaft die Fantasie haben? Wenn der Albert das erfährt, dann ist der Stage abgebrochen. Welche Beleidigung. Das war ein Klischee, aber dem Kind nicht, wo du da geschaut gebrungen hast. Zum Guten klingt nicht, sonst hätte er noch Drilling. Und warum nicht? Geschaut ist das Erste gebrungen worden. Das weiß ihm bestimmt nicht weit. Ja, sind ja bald fertig. Ja, und wer hat dann gesagt, dass es derselbe Mama muss sein? Aber so frech jetzt verbiet ich mir, ha? Oh, geht doch einer den Kopf gewäscht. Ich hätte gemeint, dass ich im scheren Mahlfeld in die Erwet. Aber da hinten da halten sie mich alle verblüht. Aber habe ich trotzdem im Kopf.
Da ist eine Ringkum, hat das Foto da auf den Tisch geschmissen und hat ein Messer gezogen und hat gesagt, die will den Patron heiraten. Zum Glück hat sie mich nicht gesehen. Schon schätze mich auch noch, wo der Tod steche. Eine mit dem Messer? Und du, Clementine, sagst bei euch, gibt's nichts Neues? Das ist doch nicht möglich. Aber wenn das wahr ist, dann muss man ja die Polizei anrufen. Ja, ja. Das ist ja abschrecken von den Touristen. Ja, und wie hat dann die ausgesehen? Ich meine natürlich mit der Augen von der Kunst gesehen. Ja, wie sieht sie denn aus? Beruflich gemeint gesehen. Ah, ja. Da kommen ihr zwei Lami-Benzelschüttler nicht mehr mit. Das ist eine rossige, zackige, temperamentvolle Spanierin. Direkt meiner Tipp. Mach nur mal Kenzer, sprich. Du bist ja kaum trocken hin an die Ohren. Ja, und sag mal, warum hat sie denn dich nicht gesehen? Eine Spanierin. Der Madame Millifei ist eine Spanierin. Die hat mich nicht können sehen. Weil ich habe den Kopf im Beetle gestecken. Ah. Das ist einfach nicht zu finden. Ein natürlich da jenischer. Du hast einen Haufen Erwin und mit einer Tasche hat er halt jeden Meister. Wir haben ja nur wieder wissen, wie es dem frisch gebackenen Vater geht. Aber in jedem Fall ist er stolz auf seine Doro. Ja. Und ich muss feststellen, dass dem ingefleischten Frauenfeind da jetzt nicht nur ein Kind langt. Ha! Ja, wo der Patron etwas macht, dann ist immer ein größerer Quantumer. Du machst dich jetzt nur an der Erde. Und wenn du heute noch einmal das Mund aufmachst, dann hänge ich dich auf am Erdbeerstück. Aber Papa Patron, ich lieber am Erdbeerensteckelpampler als im Wäschbittel versüffen. Da kriegst du doch nicht mehr versüffen. Ich bin ja schon. Long. Nicht, dass ich mir die Nerven muss nehmen lassen mit dem Jungen da. Nee. Jetzt fange ich eher noch an mit der erfundenen Vaterschaft. Oh. Da, Vaterschaft, hä? Wieso sind schon mehr Kinder, wie man nur mehr gemeint hat? Ei, sie streben von Drillingen alle will. Mhm. Ja, sind da die total überbeschleppt dahin. Wenn da irgendwo ein Kind auf der Welt kommt, dann soll ich der Pappel sein. Aber nach der Musik tanze ich noch nicht. Denn ich habe nämlich keinen Samba-Schild an. Aber ein Tango-Schild ist drin, da kommt man uns einer. Wie geht's noch? Pass ein bisschen auf die Fäße. N2Ns. Ja, dreh da nie total durch, du! N2Ns. Oha, Schimmel! Ich meine, wir zwei sollten mal eine klare Explikation miteinander haben. Das meine wir auch. Ich habe gesagt, wir zwei. Jesus, die Locke von der Madame Schwadler warten auf mich. Oh, und ich glaube, an der Stelle muss ich eine Änderung unternehmen. Das kann ich am besten gleich machen. Elian? Ich schon heute mit einer Freie da. Mach Luft! Also gut, ich verleih mit einer Freie da und gebe meine Reklamezettel rumtrauen. Aber ich muss sagen. Nicht die Ähnlichkeit besteht doch. Da ist gar kein Zweifel. Setz dich mal da nun. So. Jetzt an uns zwei. Was ist das für ein Foto, das da auf deinem Tisch herumfährt? Hey, das ist doch ein Foto von Zwillingen. Das sieht man doch. Ja. Oder? Mhm. Hast du da damit etwas zu tun? Ich sah jetzt noch einmal nee. Das wird so langsam mal eine fixe Idee dahin. Ich muss auch ihr fangen, Ball und durchzudrehen. Die kleine Doro, wo ich an ihn getroffen ist.
Und das Foto, wo jetzt da auf dem Tisch liegt, das sind doch Tatsachen. Wo mich nichts angeht. Ja, Conny, ich hab es davor, wenn einer wie unser Kind auf der Treppe liegt und die andere Foto da auf den Tisch werft. Nee, da kannst du nichts davor. Und dass die Kinder haben, kannst du da etwas davor. Ich kenn die Viva ja nicht einmal. Du wirst mir doch nicht willen, vor einmal willen, dass die Viva, wie du sagst, den Papa von ihren Jungen nicht mehr kennen. Ob die denn kennen, er kennen, verwechseln, raussuchen, finden oder erfinden, ist mir wurscht. Ich hab mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Fertig, Schluss. Amen, basta. Und wieso sind die gerade zu dir gekommen? Sind denn auch andere Männer dort in dem Stage gewesen? Das weiß der Richter, wenn ich der beste Vorsteller selber. Gut. Also hast du einen Doppelgänger. Und der ist dort bitte in dem Stage gewesen. Ein Doppelgänger? Wo mir liegt? Ja, wie zwei Tropfen Wasser. So, haben die dich dort im Stage nicht ständig mit jemandem verwechselt? Manchmal schon. Aber da sehe ich nicht der Einzel, die ich gewähne in dem Fall. Wie ein Ei im Ohr? Mhm. Nee, ich habe mich nie dort gesehen herumlaufen. Also gibt's keinen Doppelgänger. Also kommst nur noch du in Frau. Dass das einmal passiert, hätte ich ja keine verstehen. Ich hätte ja sogar noch Verständnis davor gehabt. Die kleine Doro, die ist mir ja sogar schon ins Herz gewachsen. Aber die Sache mit deinen Zwillingen da, das ist doch ein bisschen ein starker Zuwachs. Du machst uns ja lächerlich in dem ganzen Dorf. Was sah ich im ganzen Dorf? Der ganze Konzert lacht uns aus. Jetzt machen wir einen Punkt. Ich habe nichts zu tun mit der Doro und habe nichts zu tun mit den Zwillingen. Gut, dann gibt es nur noch eins. Du trommelst deine Doppelgänger daher und ich will das, die Sache mit deinen Zwillingen da mal in die Lupe nehmen. Ein Doppelgänger? Ja. Ein Doppelgänger? Ja, wo soll ich deine Doppelgänger herholen? Suche, mein Lieber. Die Viva, wie du sagst. Die haben dich ja auch gefunden. Ja, soll ich nicht nach meinem Zwillingsbruder suchen? So. Sind wir endlich fertig mit Ihrem Spielchen, wer ich wähne und wer hört wähne ab? Hat da leider ja meine Köfferle. Ich bin erschüttert. Verblüfft. Hintergang, missbraucht und kaum ein Jahr geheirat. Ja, Mr. Schwartler, aber was ist an Ihnen passiert? Geht er Ihre Frau neben an der Schule? Das müssen Sie eh mal lesen. Und sie draußen noch schreiben. Doch, sie traut's. Monsieur Schwartler, haben Sie einen schlechten Traum gehabt? Oh, schön wär's ja, wenn's ein Traum wär. Da, unverschämt die nackige Wahrheit. Das müssen wir mal ziehen. Lebensgeschichte interessieren mich immer. Lesen Sie mal, ich höre Ihnen gern zu. Les plus beaux jours de ma vie, c'est Paul. Je sentais mon bonheur éclore et je le savourais avec délice jusqu'à la tombée de la nuit. Je sombrais alors dans un profond rêve, grisé par une exaltante jouissance. Ja, wenn es belebt, wie geht's dann wieder? Ich geh's gern wissen. Ei, er hat sie verfeiert, der Gauner, der Schuft. Oh, wenn ich deine Pol da verwitsch, dann dreh ich um den Hals herum. Nur das nicht, Monsieur Maxim. Immer das Beste, aber der Schlimmste kommt von allein. Ei, ist denn das nicht schlimm genug? Das ist ja schon die Fähre, die mir erst losgeht. Und jetzt langsam.
Das ist ja allerdings schon schlimm. Einmal muss er sich ja eh nicht so finden, wo zufrieden ist mit ihnen. Aber, wie gesagt, wer verwitscht den Grund, da gibt es schon einen gewissen Stutt. Oh, ich mein ganzes Ziel habe ich so schlappe. Maxim, hast du meinen Karren gesehen? Ja, und ihn schon so gar gelesen. Du. Die Art über den Pol, du. Mit dem Pol. Der Pol. Na wunderbar, dann gib's mir. Weißt, ich muss immer wieder lesen, was ich selber da geschrieben habe. Das sind meine schönsten Erinnerungen. Was? Mit dem Pol sind das deine schönsten Erinnerungen? Hm. Wo brauchst du deinen Pol? Jetzt geht dich aber spannend. Was hast du schon? Du siehst das ja ganz. Brauchst du deine Beruhigungspille? Wenn es daran fehlt, kann ich ihm bestimmt abhelfen. Weil ich habe immer welche in meinem Koffer, weißt du, weil ich dem Hund zittere, wenn ich male. Die Pille brauche ich nicht. Ich brauche Avoka. Avoka, verstehst du? Für was brauchst du Avoka wegen deiner Ferien? Wegen dem Pol, du. Mit dem hast du ja wieder Buckelfähnis gehabt. Wo brauchst du deinen Pol? Was hast denn du ständig mit dem Pol? Natürlich ist es ein Pol gewesen. Hat sie es gehört? Ja. Sie gibt so. Ja. Sie sagt doch selber, dass es mit dem Pol gewesen ist. Was ist hier, Pol? Kann ich hier? Ja, kannst du dich nicht mehr erinnern? Natürlich ist es ein Pol gewesen. Das vergesse ich nicht. Hat sie es gehört? Ja, ich kann es hier. Ich habe alles gehört. Das letzte Jahr in der Bretagne, in dem kleinen Dorf Pol, da haben wir uns ja kennengelernt. Schön ist sie. Und ich genieße heute noch die fieberischen Gefühle. Und die Gefühle, die habe ich will in das Karne festhalten. An die wunderbare da, wo du mir geschenkt hast, Maxim. Da haben wir aber recht gehabt, Madame. Da frage ich mich, was auf der sich so aufregt. Männerle, ohne Kopf wärst du auch viel schöner. So. Polo, voll in der Bretagne. Ja, und ich? Ich bin ja der glücklichste Mensch auf der Welt. Noch nicht, Maxim. Ich bin ja frisch gestreht, später. Aber verliere meinen Karne nicht. Kennst du eigentlich Schätzen? Ich heiße und bewahre für meine Augapfel. So, und jetzt? Soll ich sie erschießen oder soll ich sie endlich auf die Rebe hauen? Weil bei Eben haben sie gesagt, sie wollen dem Gauner den Hals rumdrehen. Und jetzt sind sie selbst der Gauner. Und Selbstmord wäre sie auch nicht wollen beginnen. Sie müssen mich excusieren, aber ich bin ein bisschen stämisch. Komm, alles ein Schwindel, nur in der Milch ist Wasser. Lass mich nicht leben. Oh, ich bin doch ein glücklicher Mensch auf der Welt. Oh, ein langer nicht mehr gewesen, wie schönes Glück und Sinn. Und jetzt, oh, jetzt bin ich's. Maxim, ich bin so weit. Ich komme. Jetzt jäsch doch nicht so da rum. Da ist bestimmt Russ an der Erwitz. Da ist einfach nicht Russ. Ich frage mich, warum du immer so da rummachst. Da ist er ja. Ey, Glück, dass ich sie treff, Patron. Da ist nämlich eine Hüfe Post, vor ich komm. Oh, das kommt mich aber komisch vor. Du kriegst doch nicht so viel Post. Da bin ich jetzt einmal gespannt, wie so alter Paropli. Das kann doch dich nichts angehen. Ui. Sitze nicht, eben aus der Rumfalle. Wieso, ist da etwas Schlimmes? Ist kein Liebesbrief, Patron. Doch? Oh nee, Quatsch. Also, so etwas muss man gelesen haben. Mon chéri adoré, après notre rencontre à Aubernay, tu n'as plus donné signe de vie. Ce n'est pas gentil de ta part, mais je t'ai retrouvé assez tôt pour t'annoncer la naissance de ton fils. Il y a 3 semaines et pèse 4,225 kg. Hey, ich kenn die Frau ja gar nicht. Babbel nicht so dumm und nämlich nicht so blöd, wie ich bin. Von dem nicht kennen, kriegen die Frau kein Kinder von dir. Du musst dich wieder benommen, Honey der Auberne. Da,
Machen wir noch eine Prüfung. Vielleicht werden Sie noch eine von deinen Erben. Patron, na, ihr sollt nicht der Draufgänger sein, ne? So Kursus dort hätte ich aber wohl gerne mitmachen. Aber jetzt langt's mal mit dem Blödsinn da. Alberto, amore mio, ist die Entscheidung so schwer zu treffen? Ei, ist dann difficil? Die hat mir gerade noch gefehlt. Hey, Madame, das ist die aufgedrehte Spanierin, die mit dem Messer spielt. Das ist so lang wie eine Rehe da. Und so spitzig wie eine Viva-Zung. Aber Arthur, was sind denn das für Redensarten? Das ist doch der Madame Melifa. Ich habe Remilos Zwillinge bekommen. Und der Alberto, der ist der Vater von meinen Kindern. Und ich will El Padre de mis Niños casade heiraten. Sie können mir den Hebel ausblasen. Wenn ich dir etwas ausblase, ist Licht von der Welt, amigo. Noch 30 Olas, 30 Stunden. Na bist du leben, Alberto Casados, oder muerto, Alberto? Und sie mit dem Schwarzen rumlaufen, Trubesita. Schmeckt Ihre Kaffee nicht, Madame? Oder sind es die Vaterschaften vom Patron, wo ich auf dem Magen habe? Mir lässt das Ding auch kein Ruhe. Was sitzt, hä? Was mich jetzt trägt? Du haust mir auch immer auf dem Arbeit direkt an. Du kriegst immer mehr Hunger. Man hielt halt noch das Ultimatum von der Spanier ab. Das wird ja gerade noch fehlen. Viel Kinder. Im Gottes Namen. Viel uneheliche Kinder. Leider ja. Aber viel besser, Kinder. Nee. Der Trapp, der springt nicht an. Hast du wieder etwas rundherum vorweg gestern? Ey, Patron, ich gestern eher nicht geht. Wie gewöhnlich. Wir haben wieder das gemacht, Patron. Wie gewöhnlich. No? Wenn da jeder was falsch gemacht wird, so bist du immer unschuldig. Und die anderen können ausfressen. Ist die Kleine schon wach? Ich will nämlich die Biese, wenn sie gebaut wird. Da, du bist doch eingestellt als Starchef von der Landwirtschaft, die Schule. Und nicht als Babysitter. Jetzt lass ihm doch seine Plaisir. Klopp mal auf den Buckel. Ja. Oh, es geht besser. Kein Wunder. Als der Junge immer frecher wird. Du musst dich ja ständig unterstützen. Ja, soll ich deine Stierhalter vielleicht unterstützen? Da ist dann schuld an die ganze Armee Kinder. Ich geb keinen Hund, was nicht.
Und ich kann auch einfach nicht verstehen, dass man so kinderfeindlich kann sein. In Auvernay haben ihr bestimmt eine andere Einstellung geht, Patron. Wenn du jetzt nicht bald in die Waffel haltst, und dann lass ich mir die Hände mal mit dir retten. Ich sah nichts mehr, Patron. Die Doro, die wartet auf mich. Mit dem Jungen, da wär ich noch verrückt. Guten Morgen, Albert. Ist denn der Madame Schwadler da? Lauft dann der Lose, fängt er auch schon wieder da rum. Ey, die kriege ich immer noch unter Kontrolle. Aber ob es dir mit deiner Scheijunge auch noch gelingen wird, das ist noch eine offene Frage. Das kann doch dich als Lockendreher nicht im Geringsten interessieren. Oho, ein Kopf ist immerhin ein Einkommensmehr. Ob es im selben Haus ist, ist ein glatter Reingewinn. Wem Doktor sind nicht der Plasma? Das Träume ist ja nicht verboten. Hey, aber nicht erst gehen, ne? Oh, bist du nicht Bärdegel Gesicht, hätte ja nicht einmal einen Rollen um so ein bisschen. Die ist tatsächlich hinter mir her. Ich habe doch kein Rollmops-Gesicht. Wärst dann du nicht mit mir ständig Nase laufen? Erstens bin ich kein Nasentuch, wo man so Laufschnuppen nachrennt. Oh. Und zweitens sollte ich mir auch richtig einen Mann raussuchen. Und kein so Lauf mir Nachflaschen da wie du. Ey, beherrsch dich, Elian. Sonst überall machst du mal wer nach Konkurrenz. Der braucht Kenny. Der hat schon. Ach. Da in der Siedlung suchen sie einen, wo ich ein halbes Dutzend Kinder hat. Oh. Mit verschiedenen Frauen, wo. Was ist denn jetzt? Ein Mann mit geschiedenen Frauen wird gesucht. Mhm. Ja, ich habe auch schon manche Scheidungen hinhaben. Soll der Mann da also bohren? Nee, aber er soll mit verschiedenen Frauen Kinder haben. Da kommen Sie doch nicht in Frauen, Mrs. Schwadler. Mittritte kann er da nicht, aber stippeln muss er, der Perückenstricher. Ja, Sie, Madame Krupp. Mhm. Und Sie? Sie sollte überhaupt nicht mehr über die Schwelle treten dürfen. Sie Gesicht verkratzen. Ja, und da in der Zeitung da. Weiß man da schon, wem es ist? Ah, ich weiß, das wisst ihr, gell, sind nicht mehr suchen. Wahrscheinlich. Nun, man hat es ein begabter Journalist. Sein Foto mit dem vom Nouvelle Arrivé du Sceau d'Amnéville verwechselt. Jetzt haben sie das Bild vom Kamel da in ihrem Artikel da. Wer weiß, ob es nicht das richtige Bild ist. Tatsächlich? Ja, aber morgen werden wir schon mehr erfahren. Mhm. Nee, heute. So, machen wir noch einmal Luft. Sind aber nicht, bringst du das Nächste von heute in der Sitzung von gestern? Das ist doch Schwindel. Was ist das? Gestern war es mir nicht gut gewesen. Jetzt kriegen meine Kunden heute morgen die Sitzung von gestern. Und heute Mittag die von heute. Wenn du aber eine halbe Stunde musst schon für eine Mise en place machen und einen Haufen Schnittlauch lock in der Kurve bäbst mit deiner Zuckerwasserpumpe, fällt mir nicht da an von Schwindel. Pardon, das ist Kunst. Ah. Ach so. Ja, und wenn Sie mehr mit Ihrem Sittergriffel das Gesicht verschnitt eben rasieren? Das ist das Risiko. Ja. Aber mit dem wollen Sie aber auch Kunden verloren. Und Sie, als hätte ich sich ja ein Weg können sparen, wenn Sie alle zwei Zeitungen miteinander gebrochen hätten. Ja, dass ich nur die lesen von heute. Ja, ich muss wieder. Papier ist ja geduldig, aber der Lied nicht. Bis nachher. Ja, und ich will einer Frau ein anderes Gesicht geben und ihre Kopf in Ordnung machen. Was? Ein anderes Gesicht will er geben? Ja. Ey, aber halt! Ey, aber ohne das? Ey, ich bin nämlich bestellt, begehrt, pünktlich und zuverlässig. Hola, Senor. Ich suche Senor Acker. Sie haben es zufällig nicht gesehen? Nein, nein. Aber wenn es was immer ist, dann kann ich Ihnen die Madame Acker rufen. Die ist da zuständig. Die Madame Acker?
Ah, Signora Acca. Nee, ich habe schon eine Habitation. Mir kann nur Signor Acca helfen. Ich warte da auf Alberto. Ach, sì. Alberto? Wie schien der Albert sie kennen? Guten Morgen. Heute geht's hoch auf der Akazienfelsen. Hat vielleicht jemand Lust auf unsere Gäste von oben anzuholen? Vielleicht die Madame Melifa? No, grazie, Signor. Rome stimmt doch, oder? Ach. Mir kann nur Signor Acca helfen. Ich warte auf Alberto. Question de vida o muerte. Es geht um Leben und Tod. Porto, da sind Sie aber nicht die Einzige, die es sucht. Und da, da geht es ja um Papa und Kind. Como lo sabe usted? Wieso wissen Sie das? Also, Sie sind nicht die Einzige, die es sucht. Von der Frauenfeind, wo viel Sinn, finde ich steht in ein komischer Lach und die wird ja immer komplizierter. Die Situation ist einfach. Ist muy fácil. Oh, se casa conmigo, er heirat mich. Oder der Vater von meinen Kindern ist ein Engel. Ich bin doch fast Witwe. Und mis Ninjas, halbi Orfolinos. Nicht halbi Orfolinos. Wenn sie ihre Heldentat begonnen, dann kommen sie in den Knast. Oh. Ihre Junge ins Heim und denken sie mal noch an die ganzen anderen Kinder, die hängen lassen. Oder an die vielen Wildfrauen. Ja, das wäre ja schlimmer, wie wenn so arabischer Elscheich wird sterben. Der Entschluss ist gefasst. Lo tengo claro. Nee. Das dürfen Sie aber nicht machen, Madame. Wir sind auf eine unverhofte Platte schon gar nicht vorbereitet. Ja. Sowieso. Wir sind ja da in Urlaub. Und meine Frau, die hat ja gar nichts Schwarzes bis ich. Alberto se casa conmigo. Er heirat mich, noch ist alles gut. Ich warte auf ihn. Ah, que si. Du, ich habe den Eindruck, die sitzt auf dem falschen Dampfer. Weil wenn ja der die alle gerne muss heiraten, das gibt ja unendliches Hochzeitsamt. Ah, da bist du, Maxim. Und du hast ja heute deine Energietruppe noch nicht genommen. Ah, das ist auch wohl von dir, Papet. Ich habe heute schon gemerkt, dass mir der richtige Trieb fehlt. Da, so, dass du deine Energie wieder findest. Soll das alles gesund sein? Das kann Ihnen nicht schaden. Oh, der Mund auf. Ich nehme schon Blutdruckpille, nicht was das so ganz komische Wirkung soll haben. Das kann Ihnen nicht schaden, da kriegst du noch keine Angst zu haben. Das macht Kräfte frei. Will ich das mal versuchen? Hey, mach das kräftig! Ich würde sagen, das da ein paar Alberto nicht. Ja, hopp, sonst vergeht man das Hocker in der Hand. Ist das nicht alles ein bisschen zu viel? Ja, überhaupt nicht. Umso mehr, umso besser. Vale palami, porchello necessito. Ich schon nämlich noch eine schwere Tat vor mir. Halt, nicht so viel! Ich habe gemeint, umso mehr, umso besser. Bei den Männern ja, aber bei den Frauen weiß ich nicht. Ja. Da Fuese. Das macht kräftig. Da will ich mal ihre Doping versuchen. Vielleicht lang mal hoch bis auf der Karte-Pilze. Ja. Da werde ich das Beste draus machen. Und da, da ist ich was anderes. Nee. Ah, Moment. Ja, me quedo aquí. Ich blieb da sitzen, esperando que reacciona. Después me ocupe de Alberto. Oh, Toro, jetzt
gehen wir gerade noch ein bisschen frische Luft schnappen und schon kannst du noch wieder ein Nickerle machen. Spanier! Ja, was ist da mit dir los? Oh, ay, que bonito! Wie nett! Ombla o Valon? Das ist ein Mädel. Das ist unser. Da gibt's gar nichts zu lachen. Es ist doch nett, wenn la niña tiene a su padre. Es suya, das ist nicht ihn. Drehen Sie mir das nicht so? Nee, aber das ist unsere Toro. Der Patron, der will zwar nicht wohnen, aber wir behalten sein Kind. Sein Kind? La niña de Alberto? Ajo, uns gleicht dem, findet sie nicht? La niña de Alberto? Koste Dame, wo ist deine Frau? Hey, ich kann doch nichts davor, dass ich nicht mit dem Patro geheiratet bin. Und dass ich trotzdem sein Vater bin. Ha, dann der ist der Alberto, wo ist er? Grüße im Hof, dich! Die Krafttropfenreaktion! Trusse! Después y contrea, te mato! Und du? Du kannst mir merci sagen, dass ich das Leben gerettet habe jetzt, ha? Ah, da triebst du dich um. Dir will ich mal ein für alle Mal etwas klar machen. Du bist da eingestellt von der Landwirtschaft die Schule und nicht als Wachhund für das Junge da. Du machst dich jetzt mal gefälligst und nuss an die Erbe. Ja, ohne bitte schneller! Ich gehe ja schon. Aber sehen will ich nicht sehen, Patron. Der Üsse trefft nämlich die aufgedrehte Spanier rum und sucht ein gewisser Alberto. Wollen wir am Holz Gili-Gili machen mit dem Messer? Naja, nicht den Spinnerdienst tatsächlich ernst. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall will ich dir jetzt einmal deine Gerechtigkeit zeigen, Mädchen. Der spinnt jetzt auch. Ja, was ist denn das für Balava? Schikanierst du deine Jungs schon wieder, weil er deine Tochter hat? Mini? Ja, bist du da? Es ist nicht meine Tochter. Bin du froh, dass jemand da hast, wo sie hat? Zuerst der Messerheld von der Costa Brava oder der Babysitter Stasche und jetzt du. Ja, sind da der all verrückt da in der Mus. Du vergesst den Casanova von Auberne und der Vaterschaft Somba von Albert. Dort damit hättest du doch so anfangen. Wann ne willst du mal der Realität ins Gesicht lohen? Es ist nicht das erste Mal, dass ein Unschuldiger seinen Kopf verliert. Kopf hoch, lauf ich mit dem Schicksal entgehen. Nun, der ist der Alberto. Ich will mit dem abbrechen. Da ist ob sie ein Testament machen. Nein, genau will ich ihm das Tilo überreichen. Oje, oje. Ja? Bonjour, madame. Ja, bonjour. Womit kann ich dienen? Bin ich da richtig, bin mir gewesen, der Albert Acker? Oh je. Da ist noch Renny. Ja, das sind ja schon richtig. Was will er denn von ihm? Kennt ich schon mal mit dem Ritter? Ist das so wichtig? Ich denke schon, ja.
Dann will ich mal schauen, ob ich ihn finde. Hoffentlich hat die Ines noch nicht gekeppert. Nehmen Sie doch Platz. Nein, merci. Ich bleib lieber stehen. Oje, oje. Da ist noch eine Idee, dass eine Frau das große Los beim Alter nicht soll. Nicht schlecht im Gericht. Es dürfte größere Buhr sein. Aber charakterlos. Ich bin doch froh, dass ich meine Kleine doch wieder abholen kann. Wäre doch nur die Erbschaft ein paar Tage früher kommen, dann hätte ich nie den Fehler gemacht, dem nachzulaufen. Auch wenn der Not, da klammert man sich schon jedes Strohhalm fest. Aber jetzt lass ich nie mehr aus der Hand. Ich glaube, kommt. Donde está Alberto? Nein, nicht. Der ist draußen versteckelt. Es sabra escondido fuera. Das dumme Männer. Nein, 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 das ist gemächlich. Nee, was soll denn das da suchen? Und ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn der da ist. Soll ich grob kommen? Und das soll ich ein versöhnlicher Ton nehmen. Die Viva! Eddie will mich umbringen und die Anna will mich dranbringen. Will sie zu mir? Ja, das will ich. Und was will sie von mir? Ja, Albert, kennst du mich nie mehr? Die tut's mich ja schon. Ja, und von wo soll ich sie kennen? Also so etwas, solange ich doch auch noch nicht her. Alle, alle, sind dir die Journey from an naturellen Auberne nichts mehr? Doch. Aber was hat das mit Ihnen zu tun? Wie ich verstehen kann, ich bin doch Dorothee Metzbach. Storo, wenn's da mehr sagt. Wer sind Sie? Dorothee Metzbach. Storo, geht er jetzt doch ein Licht auf? Allerdings. Und Sie mir vielleicht das Kind? Ja, ich bin die Mama von dem Kind, kleinen Doro. Und wollte sie jetzt wieder mitnehmen. Was im nächsten wieder vor der Tür zu legen, wenn Ihnen das Wärmen so lästig wird, das täte Ihnen noch so passen. Nee, so eine herzlose Person kann man nicht, nee, darf man nicht so ein liebes und braves Kind in den Fingern kippen. Kommt gar nicht in Frage. Das Junge blieb da, das gebe ich nie mehr aus der Hand, kann es kommen, wie es will. Das soll unter anständigen Verhältnissen aufwachsen und soll mal eine ordentliche Zukunft haben. Albert, du hast recht. Und sag mal nicht immer Albert, ich kenne sie gar nicht. Wie kann man nur so gemein sein und alles abstreiten wollen? Denk doch zurück und es wackelt diese Holzprickel über am Schilfgraben. Dort haben wir uns ja Wort gesagt. Ich bin ewig in Liebe geschworen. Und was hast du gemacht? Nichts hast du mir hergelassen von dir. Und wenn es mir nicht so schlecht gegangen wäre, hätte ich niemals mein Kind hergehen. So schlecht sind sie aber nicht. Erst kürzlich habe ich eine unverhoffte Erbschaft gemacht, die mich in den Wohlstand versetzt hat. Das hat mein ganzes Leben geändert. Meins auch. Und das Kind gebe ich nie mehr her. Ihre Mehrde können Sie sich in den Kopf schlagen. Ja, wo blieb denn der Achtjahr mit dem Jungen? So, die da behauptet, sie wäre die Mama. Genau, ich bin die Mama von dem Kind. Das kleine Doro. Und wollte sie jetzt mitnehmen. Aber ich sage euch noch vielmals merci, dass sie es so gut aufgenommen haben. Das kommt gar nicht, Frau. Das Junge, das blieb da. Und wir in gar keinen Umständen in eine ungewisse Zukunft hergehen. So könnte jede kommen und sagen, dass es der Mama ist. Moment mal, so einfach ist das auch nicht. Ja, können Sie beweisen, dass Sie der Mama sind? Ja, das kann ich. Klar und deutlich. Nun mal, da. Fuera no, no muss er trinken.
Alberto, amore mio, te matto. Oh, Mann, ich bin verloren. Die da hat er verfolgt. Madame Elisa! Janine Escaparas, die schnapp ich. Ein Gesicht, ja. Was mir alles noch so passiert in meiner alten Dauer, ha? Ich weiß, ich sollte jetzt die Gendarme anrufen. Aber bis das D kommen täte, ha? Und er will ja auch noch heim heute Abend, gell? Oje, oje. Und noch, der Albert Janiken hat so nur gleich gewähnt. Und Springer hat er auch immer noch gekinnt. Soll er mal schauen, dass er fertig wird. Jetzt kann man die Papiere schauen. Carte d'identité. Livret de famille. Fiche d'état civil. Weiter stimmt alles. Warum hat denn der Hornox nichts gesagt? Das war doch ein vielversprechendes Verhältnis, das der gehabt hat. Ich freue mich nur mal, was der im Kopf gehabt hat. Mit der Mama von dem kleinen Doro kann man sich doch überall sehen lassen. So, in der alten Sitzung von heute. Was ist an der Junge verkracht? Die Madame Schwadler ist so verschrockt, dass ihre Locke sich gestreckt hat wie verschlafener Kater. Wenn sie dich gesehen, dann stiebe sie sich von Angst. Ei, bist denn du mir schon wieder auf der Ferste? Also ich kann mich keine Minute allein bewegen und schon tapps mir auf der Schuhbänder. Okay, Martin, was schon das für Papier kam, so du das allein hast? Wenn du etwas lesen willst, da nimm die Sitzung. Da steht alles drin, was du wissen musst. Da auch. Einmal. Sind die Papiere von der Mama von der Kleinen. Aha. Die ist gekommen, um sie abzuholen. Aber das Jung blieb da. Da sind wir uns ähnlich drüber, der Albert und ich. Aha, weigert er sich jetzt nicht mehr von seiner Vaterschaft Verantwortung. Im Gegenteil. Der stritt alles ab. Bei der Mama von der kleinen Doro, so wie bei der Spanierin. Und alle zwei behaupten, er wäre der Papa von deinen Jungen. Je, jetzt guckt man doch etwas in. Da wird doch einer gesucht, wo mit verschiedenen Frauen ein Haufen Junge hat. Ich glaub, über ein halbes Dutzend. Oh je. Mehr langt um all was in die Leistung, lieber Wuss. Wo ist denn jetzt? Ei, gestern haben sie das Foto vergessen. Heute werden sie das ganze Blatt vergessen. Gestern haben sie sein Foto verwechselt mit dem vom Kamel. Und nicht vergessen. Ah, da ist er ja. Schau mal. Oh, je, der Albert. Oh, Leder. Ja, ja, gell? Ja. Und ich saß sicher nicht. Doch, da, Luther. Jetzt haben sie statt Kamel von Amneville. Der Playboy von Aubernay. Aber er kriegt sich nicht auf dem Bild. Ei. Er wird gerade von Ihnen geschwommen oder rasiert worden. Sicher doch. Ja. Ey, wenn ich ihn in den Finger gehabt hätte, hätte er nicht in den Kamel geglischt. Nee. Nee, nee. Auch ein gefickter Fußballer. Der letzte Treter Luckebier schluffelt alles da der Zeitung rum. Und ich kann alles die Klammer am Auge behalten, dass nicht im Zimmer rumfliehen. Ja, und wie lange soll ich dann noch alles die Wäschklammer am Auge behalten? Länger, wie sie gemeint haben, wenn die Locken am Platz bleiben sollen. Aha, da kriegt wieder eine ein Coup Special du Patron. Eine Wäschklammer permanent mit Zuckerwasser. Mir hat er auch mal so etwas gemacht. 14 Tage lang sind wir der Wäschblö noch. Und haben gemeint, mein Kopf wäre im Stock. Je. Ah, dort hätte man ja meinen, das ist der Müsse Acker. Gell? Gell? Ich hab's auch gesagt. Und ich sag's schon nicht. Achtung, pressiert! Es geht um Leben und Tod! Albert! Hör jetzt mal auf mit dem blödes Fangspiel! Ja, man sieht, dass es nicht um dein Leben geht.
Du hast dich ja selber schon in die Lage gebrungen. Ich will jetzt sofort die Wahrheit wissen. Bist du das, wo da in der Zeitung abgemalt ist? In der Zeitung? Ja. Da. Was? Das soll ich sein? Ja, kennst du deine Boni mehr? Nee. In der letzten Sitz kenne ich den tatsächlich nicht mehr. Das sehe ich nicht. Oder hast du mich schon gesehen mit dem Ohrregel da rumlaufen? Das habe ich ja gar nichts hingekriegt. Tatsächlich? Da muss man aber gut schauen. Aber Ohrregel kann man aussehen, ha? Aber das Loch hätte auch müssen bleiben. Ja. Ein Gedächtnisloch, gell? Das da noch ist auch nicht gestochen. Ja, was hat denn der Patron schon wieder ausgefressen, dass ihr so da einmal rumwurschtle? Ah, wir wollen gerade schauen, ob er kein Loch im Ohr hat. Ei, natürlich hat er ein Loch im Ohr. Ein habe ich noch erst gehabt. Also gar zwei hat er. Ich glaube, er bricht ja eine Brille. Mir kann doch nichts Gescheites hinfallen. Ach, Tjoch, geh. Hör jetzt auf mit deinen Stierhätten. Mir ist nämlich gar nicht mehr so gespossen. Und wo hast du denn das Mädel? Psst, da steht der Iwe im Zimmer und schläft. So selig wie seine Mama. Na mal, schnarchen kannst du noch nicht wie der Papa. So, wieso redest du von der Mama von der Kleinen? Erkennst du die? Ei, natürlich. Ich habe sie angetroffen, drüsse im Hof. Eine freundliche Person. Man sieht direkt, dass das die Mama ist von der Doro. Du hast doch das Junge alle wenn ich ihn. Die hätt's bestimmt nicht genommen. Ei, was regst dich dann so auf? Es ist ja nicht dein Kind, oder? Nee. Na also, ja. Das Junge ist da abgehen war und er blieb selber da. Sie können beruhigt sein, Madame. Die Person will das Kind nicht stehlen. Die hat es wieder in den Koffer gelegt und hat gesagt, sie lässt leben ihrem Vater, obwohl der es nicht anerkennen will. Wenn ich sie wäre, Patron, dann hätte ich die Tochter und die Mutter behalten. Ich habe nur mal Leute gedacht. Aber gesagt hast du es, hä? Don de esta, Alberto. Tuo raubenido. Jetzt hat sie die letzte Stunde geschlagen. Wo hon ich denn nun mal la Guillotina? So ist er vielleicht das? Oh je, oh je, oh je. Wer hat denn das fertig gebrungen, Achtier? Oh, ganz einfach, Madame. Wo die Mama die kleinen Doro gekippt hat, ist der Messerheld durch den Bein gewendet und hat dann mal rumgetätschelt. Und derzeit habe ich ihr das Messer aus der Tasche rausgeholt. Maldiktion, de vuelva mi cochino wieder. Ich tätsche ihn nicht gerade. Und Stella, du. Madame Melissa, wie lange soll ich schon hier? Ach, hier, der gewinnt. Herr doch auf, Achtier. Dame este cuchillo, vita. Madre de Dios y Santa Magdalena de Cataluña. Alberto, hombre maledizione. Los, Ines, sie stört alles umsonst. Ich lass meine Kleinen da und da. Und der soll lohn aus der Schleswig fertig werden mit seinem Gewissen. Moment mal. Wenn das Jung da bleibt, was ich mir ja immer gewünscht habe, dann muss ich ja groß hier, gell? Na, will ich ja wissen, wieso, dass es so weit komisch. Also, erzählen Sie mir mal von der Journée Froment Naturelle. Wie im Liebesfilm. Spannend wie Krimi. Und ich will nur mal sehen, wie es ausgeht. Hey, Junge, komm, wir haben aber Hufe Erbe. Komm her. Hey! Albert, das soll doch dich auch interessieren. Da geblieb. Ja, Madame. Wenn man jetzt etwas erfahren sollte, wo man noch nicht wisse, wärst du im Moment für den Wundertut Platz zu lassen. Es hat alles angefangen in Auvergne. In dem ganzen Stage hat der Albert die beteiligte Frau für Scholl auch abgesetzt und beleidigt, sodass alle ein verständlicher Hass auf ihn kriegen. Das ist so üblich bei dem Kerl.
hast du natürlich wieder müssen aufhören mit dem blöden Rückwegkomplex. Trotzdem hat es aber plötzlich gefunden zwischen uns. Hat er echt verschlafen? Der Resultat hat nicht echt am Kuhfahrer gestellt. Denn der Albert hat nichts mehr hergelassen von sich. Und noch nicht. Noch hat's mir gelungen. Denn ich habe nicht mehr können zusehen, dass meine Bechfreundin zugrunde geht. Dann habe ich mir den Plan ausgedenkt und ausgeführt. Die Brief haben die Frauen, die tief beleidigt waren, vom Senior Acker mit Plaisir abgeschickt. Ja, und der Avisierer steht der Siedlung. Was sind Sie das? Ja, und die Bildverwechslung da, das war doch nicht vorgesehen gewesen, oder? Nee, der Albert mit dem Kamel verwechseln, ist das so groß wie sehr dumm? Das ist ja gar nicht mein Foto. Aber das ist doch nicht, das ist die Foto. Ah ja, das bist du. Mein Mann, der schafft an der Sitzung, noch ist einfacher. Und ein letztes Bild macht die Lied aufmerksam fürs Richtige. Das Bild vom Albert ist natürlich ein bisschen retuschiert worden. So, dass man das Männer als Kinder Albert vielleicht doch nicht sehen. Paranada. Madame Melissa, ihr habt mich ja bald wahnsinnig gemacht. Ich habe ja immer gesagt, dass ich mit den ganzen Jungen nichts zu tun habe. Alles Fälschung. Das Messer auch. Si. Cochilo. Y la Española. Nur das kleine Mädel ist echt. Es tut mir leid, Doro. Es tut mir wirklich leid für dich. So etwas kann dich natürlich nicht erschüttern. Warum musst du dich dann immer von deiner alten Erinnerung blauen lassen? Das ist doch alles alter Kram, wo du immer wieder aufstoßen lässt. Gerade in deinen Momenten, wo du sollst in der Zukunft fliehen. Vergiss doch deine alten Enttäuschungen und trau deinem Schicksal. Also, Madame, mir bricht es ja gar nicht so lang winken. Ich hätte sie schon in meine Ärmel legen. Dich bringe ich dir jetzt am allerwenigsten. Komm du mit mir. Ich glaube, die Sitzung und der Rest ist überflüssig. Hier, komm jetzt, Schätzchen, komm. Ja, jetzt wird der Film rasch anfangen. Komm doch mal her, komm! So war jetzt der Jana, aber so Dinge passieren als in Wirklichkeit. Also in dem Stück hat mitgespielt Clementine, meine Mama, wo mich so dicke Schuld hat. Aber jetzt habe ich sie doch wieder gehört. Anne-Marie Philly. Der Arthur, meine Sascha, wo mich mehr geärgert hat, wie er geschafft hat. Rudolf Schmidt. Der Maxim muss auch schön rasiert werden von unserem Coiffeur Raphael Demoli.
Die Babetzi, die Frau, wo er so gut bedient hat mit den Energietruppen, aber es hat nicht viel Brat. Stefanie Decker. Der Guy Rabe, der Kunstmaler, wo so schön malt, man da jemand ein schönes Bild gemalt hat, kann sich an den adressieren. Simon Riblaschi. Der Marcel Scheer, der Selzel, wo so schön rasiert und die Frauen so schöne Look gemacht hat, mit einer Wischklappe. Marcel Dillaschi. Die Elian Grob, die Zittungsretsch, wo in Truhe ist, wenn sie nächste Klappere hat, an Grenne. Die Elisa, Melifa, das merke ich selber nicht, der Messerheld von der Costa Brava, wo wir so dick uns gemacht haben. Alida Hoffmann. Wirklich die Dorothee, wo ich nichts habe will wissen davon und so gut überlegt, dass ich mich ja doch auch noch so bedenke. Valerie Wurschel. Und im Rohl vom Albert Acker, war da vom Kind, wo sich einfach entschlossen hat, von meiner Mann zu werden, der Alois Kramer. So, jetzt werden wir unsere zwei Zuflöser auch nicht vergessen, denn dem ist am Reisemann Hund. So stellen wir manchmal als dumm Löwe. Marie Demmerle und Jan Hoffmann. Jetzt ist die ganze Equipe vom Dekor, alles was da drum und dran hängt, Maquillage, Saar und Eclairage. Die Lieben müssen wir ja alle haben, denn ohne die hätten wir keine Bühne. AHD, ein großer Applaus. Applaus